Das erste deutsche Futsal-Länderspiel. Es geht gegen England, die Three Lions seit 2004 mit einer Nationalmannschaft dabei und deshalb Favorit. Die erste Chance hat allerdings Deutschland. Englands rechte Abwehrseite mit Problemen. Da ist Timo Heinze und da ist das erste deutsche Tor. Timo Heinze schreibt sich in die Geschichtsbücher und der Jubel kennt keine Grenzen. Heinze konnte sich beim FC Bayern München nicht durchsetzen, schrieb mit Nachspielzeit einen Bestseller und ist nun offiziell der erste deutsche Futsal-Nationalmannschaftstorschütze. Wir springen zur nächsten Chance. Wieder Deutschland. Der Freistoß wird abgelegt auf Timo Di Giorgio. Ja, was ist hier denn los? 2:0 für Deutschland. Di Giorgio wird hier sträflich allein gelassen und der nutzt das eiskalt. Der Pforzheimer spielt in der Futsal-Regionalliga für Portus Pforzheim. Hier trifft er sehenswert und legt ein kleines Polster für die Deutschen an. Was ist eigentlich mit England los? Da geht nichts und da hilft manchmal nur Gewalt. Douglas Reid knallt die Kugel für die Briten ins Eck. Der Ball wird abgefälscht, Keeper Ceylani ohne Chance und schon steht es nur noch 2:1. Douglas Reid spielt für Futsal Dynamo in Kroatien und betreibt seinen eigenen Blog unter dougreidfutsal.com. Weiter geht's. Ceylani mit dem Abwurf und dann will die Kugel nicht so recht wie Ceylani will. Der Ball kommt zu Douglas Reid und er lässt sich die Gelegenheit nicht nehmen. 2:2. Wie bitter. Da sieht Ceylani natürlich ganz schlecht aus. Kopf hoch und weitermachen. Reid spielt professionell Futsal, war schon in Spanien, Serbien, England und auf Zypern als Profi aktiv. Jetzt ist der Charakter der deutschen Mannschaft gefragt. Kann man hier nochmal in Führung gehen? Christopher Wittig sagt ja, nimmt den Abpraller und jagt ihn in die Maschen. Deutschland führt 3:2. Der VfL Hohenstein freut sich mit. Dort spielt der 20-jährige Wittig nämlich in der Landesliga Sachsen und stammt der Jugend des Chemnitzer FCs. Und die Deutschen haben noch nicht genug, setzen die Three Lions gehörig unter Druck. Der Befreiungsschlag misslingt. Das ist Lennart Hartmann und das ist das 4:2. Der Torvorsprung ist wiederhergestellt. Hartmann macht das ganz lässig, verliert seinen Gegenspieler und behält vor dem Tor die Nerven. Da blitzt die Qualität eines Ex-Bundesliga-Profis auf. Denn erinnern Sie sich noch an den jüngsten Hertha-Profi aller Zeiten? Richtig, sein Name Lennart Hartmann. 3 Bundesliga-Einsätze, inzwischen spielt er Futsal beim FC Liria. Das Spiel läuft weiter. Das ist Michael Mayer von den Hamburg Panthers. Der zieht nach innen, sucht den Abschluss und findet das Tor. 5:2. Der Underdog fährt ganz groß auf. England ohne Zugriff aufs Spielgeschehen und die DFB-Auswahl glänzt durch Effizienz. Michael, genannt Magic Mayer, sorgt für magische Momente in der Hamburger Inselparkhalle, verzaubert die 2092 Zuschauer. Es läuft die letzte Minute des Spiels. England mittlerweile mit Flying Goalkeeper unterwegs. Das ist James Webb, der versteht sein Handwerk, umkurvt den Torhüter und schiebt ein zum 5:3. Doch das ist nicht mehr als Ergebniskosmetik, das weiß auch James Webb. Der ist bekennender Fan des FC Watford. Dort gibt es derzeit mehr zu bejubeln, denn Deutschland gewinnt schlussendlich verdient mit 5:3. Eine geglückte Premiere, die Lust auf mehr macht.